herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider, der Definitive Edition. Wir müssen jetzt hier in diesen Tempel rein und gucken, was es mit diesen Stürmen auf sich hat. Um endlich von dieser verdammten Insel zu kommen. Also würde ich sagen, legen wir doch mal los. Sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gemacht hat. Ah, klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanisch. Eure, Mein Freund! Okay, ich habe ja mal kurz gedacht, der Typ hat echt irgendwie Dreck am Stecken, aber nee, der ist einfach nur saudämlich gewesen. Also, der bekommt echt den Dämlichkeits-Award Nummer 1. Wahnsinn. Unglaublich. Naja, ich bin gerade echt völlig geflecht, wie dämlich man sein kann, aber hilft ja alles nichts. Weiter geht's. Wir müssen ja unsere Freundin retten, ne? Ganz wichtig. Okay, die Typen sehen relativ ungemütlich aus. Da würde ich sagen, schleichen wir doch erstmal ein bisschen. Ja, okay, weg sind sie. Ja, nur wo müssen wir hin? Schauen wir doch mal. Ah, okay. Ich sehe schon. So, weg damit. Und schon haben wir einen Weg. Wow. What the fuck? Na, der Große, da sieht ja gemütlich aus. Nicht da hoch? Versuch's einfach mal. Mann. Durchkommen.
Also die Laufanimation von Lara hätten sie echt mal cooler machen können, ey. Sieht ja kläglich aus. Naja. Weiter geht's. Wow! Warum kriege ich noch diese Pistole? Was geht denn? Und nochmal. So, und jetzt bin ich aber erstmal wieder... Oh, fuck! Ich hab gedacht, ich hätte den schon. Ich hab gedacht, okay, wenn so eine Kill-Animation da kommt, ist der sofort tot. War wohl nix. Muss ich aber erstmal wieder hier... Mann, geht ja gar nicht so, meinen Bogen mal holen. Der ist ja hart nicht, der Sack. So. Wie können Sie noch am Leben sein nach so langer Zeit? Ja, das ist jetzt aber hier. Die Typen sind nichts für einen Bogen, muss ich gerade sagen. Muss man zu genau zählen und zählen. Ja, genau, da muss man zu genau zählen. Zu genau zielen. Da schauen wir doch mal. Ich würde sagen, da hole ich mir doch besser mal die Pump und zwar gleich mit Feuer. Immerhin habe ich die mittlerweile so schön aufgerüstet. Da schauen wir doch mal, wie die so reinhaut. So, jetzt schauen wir doch mal, ob wir noch was aufrüsten können. Was ich bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. So, und jetzt haben wir auch noch unsere Pumpgun zu einer Kampfschrotflinte aufgerüstet. Sehr schön. Das können wir doch bestimmt gleich gut gebrauchen. Ansonsten, was können wir denn hier noch Schönes machen? Feinde mit Steine und Dreck ins Gesicht werfen. Wäre noch übrig. Ah, hier ist noch einiges übrig. Oh, Bogenexp. Ja, das sollte man mal tun. Ja, super. Drücken Sie Dreieck, während Sie den Bogen benutzen, um betäubten Feind mit einem Pfeil den Rest zu geben. Ja, das ist doch super. Dann wären die vielleicht eben schon tot gewesen. So. Aber wir haben auch noch eine ganze Menge Bergungsgut mittlerweile. Und da gehen wir doch gleich mal auf unsere Schrotflinte. Und erhöhen Leistung und Schaden. Bam. Jetzt haben wir immer noch einiges. Geht das letzte auch? Geht auch noch. Verbessert das Nachladetempo und verdoppelt die Magazingröße auf 12 Patronen. Ja, ich würde sagen hier, wir rüsten das Ding jetzt mal voll auf. Oh, Trophäe bekommen. Sehr schön. Fürs voll aufrüsten. Und haben hier voll die mega Kampfschrot. Das Kampfschrotgewehr, Kampfschrotpistole, wie auch immer. Geht voll ab. Nee. Ja, geil. So. Und dann kann es auch schon weitergehen. Oha, es wird wieder windig. Aber das kennen wir ja schon.
Ja, ja, noch ein bisschen lauter, dann hört sie dich sicherlich durch diesen übernatürlich und heftig krassen Sturm. Okay, ganz Alter, mit großer Wahrscheinlichkeit. Ich nehme die Seite. Melde Ziele. Wie bitte? Wo kommt schon, ihr Schweine? Ach so, das sind meine anderen Freunde. Ups, die scheinen Probleme zu haben. Schieß weiter! Halt sie zurück! Ist jetzt die Sturmwache ausgebrochen oder was über die Insel? Aber jetzt wird es aber langsam ein bisschen übertrieben hier mit dem Wind. Also. Voll die Windinflation hier. Das ist halt so übel, dass sie nicht schnell rennen kann. Wo kann ich denn bitte? Kann ich da hoch? Schön aufs Maul. Aufs Maul. Los. Sterb. Bäm. Und fall verdammt doch mal nicht runter, ey. Doch scheiße. Ich will euch doch ausrauben. Ah, jetzt werde aber asozial hier. Also. Mann. Bitte? Ja, nachladen wäre ganz geil. Genau, baller dem erstmal auf die Knie. Meine Fresse, ey. Das ist aber, Freunde. Ohne Mist. Ja, genau. Und jetzt muss ich nachladen. Sehr sinnvoll. So. Schön auf die Bratz. Und du auch noch, mein Freund. So, und ich würde sagen, fast tot, aber die erste Welle überstanden. Beim nächsten Mal geht's weiter und bis dahin immer schön weiterzocken.